Um zu wissen, mit wem wir es heute so zu tun haben, lohnt ein Blick auf die Organisatoren. Der Marsch für das Leben wird veranstaltet vom Bundesverband Leben Lohmann. Er unterhält Kontakte zur jungen Freiheit und schreibt auch für das Kompaktmagazin. Dieses wird von Jürgen Elsässer herausgegeben und inhaltlich dominiert. Elsässer ist ein Vertreter der Querfrontstrategie, möchte also Linke und Rechte vereinen. Er fällt immer wieder durch homophobe, nationalistische und verschwörungstheoretische Aussagen auf und ist euch sicher ein Begriff. Lohmann ist CDU-Mitglied und ist im Frühjahr 2010 als Erstunterzeichner des Manifests gegen den Linkstrend der Aktion Linkstrend stoppen aufgetreten. Ein wahrer Sympathieträger also. Rosa, die Erste, die euch wahrscheinlich noch bekannt ist vom letzten Jahr, hat ein Grußwort für euch übersandt. Ja, das Grußwort von Rosa der Ersten wurde uns durch die Kette Nelin übersandt und ich trage es jetzt möglichst andächtig vor. Und zwar, liebe Jünger und Jüngerinnen, liebe Anhängende der Kirche der Vernunft, ich, die Gegenpäpstin Rosa die Erste, grüße euch. Leider kann ich heute nicht bei euch sein. Ich gehe jedoch davon aus, dass ihr auch in diesem Jahr einen gebührenden Empfang für die Freundinnen des falschen Papstes bereitet. Nun ist es genau ein Jahr her, dass wir den bösen Benedikt aus der Stadt verjagt haben und in die Nachtruhe gestört haben. Die Herrin lässt ihre Liebe ausrichten und versicherte mir ihre tiefe Dankbarkeit. Auch heute müssen die Waffen der Kritik geschliffen, die Kondome geworfen und die Nachricht der Kirche der Vernunft verbreitet werden. Ihr, die ihr heute hier auf die Straße geht, lebt die Ideale unserer Herrin. Ich liebe euch, ich segne euch und verbleibe noch ein wenig im Urlaub. Halleluja! Als im Juli in Salzburg radikalfaschistische Fundis einen 1000-Kreuze-Marsch veranstalten wollten, bekamen wir von euch sehr motivierende Worte. Danke dafür. Auch wenn wir dieses Jahr nicht bei euch bei der Demo in Berlin sein können, wollen wir euch zumindest durch dieses Grußwort supporten. Die Abtreibungsgegnerinnen und Gegner terrorisieren weltweit Frauen und versuchen einen antifeministischen Backroll voranzutreiben. Dies macht es notwendig, dass auch wir uns vernetzen und solidarisieren. Setzen wir gemeinsam und überall solchen frauenverachtenden Zumutungen ein Ende. Wir kämpfen für das selbstverständliche Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper und das eigene Leben. Wir brauchen keine verlogenen Moralpredigten von selbsternannten Lebensschützerinnen und Lebensschützern, sondern eine befreite Gesellschaft. In Salzburg wird es für die Fundis jedes Jahr ungemütlicher. Durch autonome und kreative Aktionen wie Aufklärungsarbeit, zivilen Ungehorsam, gleichgeschlechtliches Knutschen und Blockaden störten wir ihren Marsch und kürzten ihn drastisch ab. Dieses Jahr schafften es die Fundis nicht einmal in die Nähe ihres ersten Zwischenstopps. Diese Erfolge blieben von der Staatsgewalt nicht unbeachtet. Leider wurden dieses Jahr zwei Feministinnen festgenommen und mehrere Pro-Scholz-Aktivistinnen massiv von den Bullen belästigt. Dafür lassen wir uns nicht einschüchtern, sondern diese Repression motiviert uns noch mehr zur Beharrlichkeit und Kampfbereitschaft. Wir wünschen euch viel Kraft und Erfolg in der Auseinandersetzung mit diesen nervigen, reaktionären Kutzenbrunzern. Denn ob Kinder oder keine, entscheiden wir alleine. Gegen jede Religion, für die Emanzipation. Solidarische Grüße und Bussis aus Salzburg.